Die Geschichte. Im Reich der Toten, die Geschichte eines Händlers, verhüllt in Geheimnisse und Rauch. Eine Glocke erklang, ein Thron fuhr zum Himmel, doch Tod konnte seinen Herrn nicht finden. Hey Leute, und da sind wir auch wieder bei Let's Play Darksiders 2. Für mich gab es eine längere Pause, für euch nicht, was ja ganz gut ist. Ich bin auch gerade am Überlegen, was wir gemacht haben. Ah ja, wir sind am ewigen Thron angekommen. Und ich glaube, entschuldigt Leute, aber ich muss gerade mal was gucken. Und zwar, ja, ein bisschen unprofessionell, aber muss jetzt mal sein. So, das war mir nämlich mal ein bisschen sehr laut. Okay, wir sind am ewigen Thron angekommen und hier der nette Geselle will uns einfach nicht vorbeilassen, du Pensor. Also müssen wir jetzt in der Arena kämpfen, um zum Herrn der Toten zu kommen. Wie wir eben gehört haben, Todsherren, ja, Todsmeister. Ich habe mir überlegt, ich werde jetzt einfach an jeder Session, die ich mache, einmal dieses Intro abspielen mit dem, was bisher geschah. Ist doch mal ganz nett, oder? So, hier hatten wir auch schon einiges gekauft beim Meister der Schwertkünste oder irgendwie so bla, keine Ahnung wie er heißt. Ist mir jetzt auch völlig egal. Können wir nochmal hier runtergehen, oder? Hier wird vielleicht wieder was sein. Auch hier nochmal die Anmerkung, dass jetzt die Folgen wahrscheinlich etwas kürzer werden generell. Okay, hier ist leider nichts mehr, ist alles schon zerstört. Und zwar 20 Minuten lang, weil bessere Verarbeitung für mich an meiner Seite. Ich kann in derselben Zeit, in der ich vorher 4 Parts aufgenommen habe, 5 Parts aufnehmen und so. Also kann euch besser mit Content versorgen und so weiter und so fort. Ich hoffe, ihr versteht das. Vielleicht begrüßen es ja sogar einige, weil es gibt ja Leute, die mögen mehr 15 Minuten, manche mehr 20 Minuten, manche mehr 25 Minuten und vielleicht freuen sich ja die Leute, die mehr 25 Minuten mögen. Mehr 20 Minuten, mein Gott, sorry. Denn darauf läuft es hinaus, auf 20 Minuten Folgen. Ja. Hat bei den anderen Sachen schon ganz gut geklappt, zum Beispiel bei Alice. Manchmal wird es auch ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen mehr. Kann man ja immer so weiter austesten, timen, wie das gerade so am besten passt, nicht wahr? Und dann machen wir das so. Habe ich jetzt so beschlossen. Ja, hallo meine Schlangen. Seid ihr nicht hübsch? Ich finde es sogar sehr cool irgendwie. Und sie beißen sich. Ja gut, sie drohen mehr, aber... Und sabbern sich an. Oh Gott, das erinnert mich an ja, Dinge, die ich nicht erinnern möchte. South Park und so. Two Japanese girls puke in each other's mouth. Na egal. Ist egal. Nicht drüber nachdenken, ist immer Beste. Hier kann man nicht kaputt machen, okay. Wir müssen jetzt irgendwie zur Arena kommen. Wo ist die eigentlich? Warte mal. Ach, da steht der Händler. Das ist ja cool. Arena. Ist doch die goldene Arena. Den Eingang zur goldenen Arena, okay. Das wird dann hier sein. Hm. Hallo, mein Freund. Was kann... Nee, warte. Ich brauche noch ein bisschen Gold. Damit ich mit dir reden kann. Ah, guck mal, was da ist. Was da... Ich dachte jetzt schon. Was war das? Das war doch eine Seite zum Buch der Toten. Genau, dankeschön. Cool. Und das zweite Kapitel geht es jetzt zu vervollständigen. Ich glaube, 4 Kapitel gibt es. In jedem Gebiet 1. Oder ein bisschen mehr. Oder, keine Ahnung, irgendwie sowas in der Richtung. Weil die Kapitel sind ja auch nicht alle gleich lang. Okay. Ja, dann haben wir das soweit. Reden wir mit ihm. Hallo. Ich habe reichlich Waren, wenn du Münzen übrig hast. Mhm. Wie bist du hierher gekommen? Ein Händler kennt viele Straßen. Nicht alle von ihnen werden mit Reitern geteilt. Ja, weiß Bescheid. Bitte, sieh dich um. Was hat er denn Hübsches? Brutale Sense, können wir uns überhaupt... Oh Gott, ich habe ja gar kein Geld. Oh Gott, wieso kein Geld? Oh, mit schöner Exekutionschance, ist mal geilo. Nein, ich will nicht verkaufen, ich will gucken. Auch alles Müll, 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 Müll. Oh, die sind schön. Oh, viel zu teuer, viel zu teuer, viel zu teuer. Ja, Zaubererroben, sowas braucht doch kein Mensch. Sowas hier auch nicht wirklich, aber es ist schon eher Fährtensucher. Ja, Fährtensucher ist ganz nett. Was haben wir hier noch Schönes? Ich hoffe, ihr steuert euch nicht daran, dass ich das euch zeige. Hier eine Menge Gesundheit bei Exekutionen. Alter. Das Ding hier wäre geil. Das Ding wäre echt cool.
Naja. Ist egal, Zorntrank braucht man nicht. Ja, nichts Gutes zu verkaufen irgendwie. Höchstens den Kram hier. Jo, weg, weg. Ja, fair ist, ne, debattierbar. Darüber lässt sich debattieren. So, wir gehen weiter. Rufe den Champion der Arena. Ah, oh, schön. Ja, das ist toll. Oh. Hübsch. Hübsche Statue mit großen Schwertern. Das mag man doch. Ich finde es schön, wie diese Augen immer aufleuchten. Das ist sehr cool. Wenn man diesen Türen zu nahe kommt. Oh, guck mal. Nein. Ich hätte dann doch lieber die dafür. Danke. So, noch einen Stein gefunden. Der war aber auch sehr offensichtlich. Aber anscheinend gibt es jetzt wieder welche. Müssen wir also ein bisschen die Augen offen halten. Mal gucken, was ich da so finden lässt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hier in dieser Arena war. Ich weiß, dass der Kampf nicht so ohne war. Und ich habe vorher auf normal gespielt. Hahaha. Jetzt auf apokalyptisch. Ich glaube, da müssen wir lang, denn da sitzt Asche. Gucken wir uns mal hier unten. Gucken wir uns erstmal hier unten um. Ja, Leute, wenn ich ein bisschen verschnupft klinge oder so, dann ist das, weil es so ist. Und wenn ich nicht reden kann, dann, ja, ich, keine Ahnung, doof heute. Ich bin heute ein bisschen doof. Macht ja nichts, hoffe ich doch. Okay, da geht's auch lang. Ja, schön. Ich weiß gar nicht, warum ich verschnupft bin, das ist voll doof. Wo geht's hier lang? Steht hier, wo man hinkommt? Okay, geht's noch gar nirgends lang. So, wenn ich den Hebel ziehe vielleicht. Ja, und wohin? Okay, wo ist das? Ach, immer die falsche Taste. Ich spiele das Spiel zu selten. Nein. Weltkarte, linker Stick. Da geht's wieder zurück oder... keine Ahnung. Leute, wir gehen erstmal da hoch und machen den Champion kaputt. Machen ihn kaputt. Das ist ein schöner Titel für die Folge auch, finde ich gut. Champion der Arena. Badumts. Denn das werden wir bald sein. Wir alleine. Ja, passiert. Ach Leute, ich freue mich endlich mal wieder ein bisschen was aufzunehmen. Das ist schön. Das ist eine tolle Sache. Auch Darksiders ist so ein tolles Spiel. So schön entspannend für zwischendurch. Einfach nur ein bisschen zerhacken und gut ist. Hier war das doch. Ah, jetzt müssen wir erstmal Rätsel lösen. Okay, vielleicht doch noch nicht Champion der Arena. Oh. Ja, mit Laternen kann bla interagiert werden. Das ist schön. Ja, und wir wollen die Tür nicht mehr aufhaben. Wir wollen die andere offen haben. Deswegen machen wir das da. Kommt nochmal tot. Braver Hund. Ist hier sonst noch was? Hier ist nichts, oder? Ich höre auch kein Steinchen und nix. Oh. Das ist doch voll gemein und so. Okay, hier geht's runter. Umgucken. Ah, seht ihr? Haha, sehr gut. Ein paar kleine Goodies und Geld. Und Goodies und Geld und Geld und Goodies. Und da oben ist noch eine Truhe irgendwo. Ne, da hinten. Da, wo Asche sitzt. Kommen wir aber auch nicht hoch. Dann klettert er wieder an dieser schönen Wand entlang. Ich weiß gar nicht, ich habe gar nichts zu erzählen wieder mal. Das ist voll doof. Ja, weil momentan alles irgendwie blöd. Immerhin durch die Uni wieder ein bisschen Geld verdient. Warte mal, wo ist denn... wo ist denn diese Truhe? Ist die hier hinten? Ich muss jetzt nochmal hier runter, Leute. Ah, seht ihr? Die hat schon jetzt glatt übersehen. Unglaublich. Gut, dass die markiert sind, weil da wäre ich nicht drauf gekommen. Sowas mag ich nicht, wenn man das hinter so einem Eckchen, wo es aussieht, als würde man gar nicht entlang können, versteckt. Ist immer ein bisschen eklig, sowas zu machen. Gerade wenn es dann irgendwelche sammelbaren Gegenstände, wie diese Seite des Buchs der Toten oder sowas ist, die ich gerne hätte, weil die bringen uns Schlüssel, wie wir gesehen haben. Und wir wissen auch, entschuldigt Leute, wir wissen auch, wo diese Schlüssel hinkommen. Und das heißt, ich hätte gerne alle vier. Ich meine, ich hatte auch mal alle vier, aber... ich weiß es nicht mehr. Vielleicht hatte ich auch nur ein Kapitel. Ja, das war's. Weil ich weiß, dass ich einmal geöffnet hatte. Jetzt kommt's.
Siehe da! Ein Herausforderer betritt die Arena. Doch was sucht er nur? Absolution durch den Tod? Nein! Dieser hier lebt noch. Ruhe! Er soll uns berichten. Sprich, Herausforderer. Ich bin hier, euren Champion zu besiegen. So prahlen alle Herausforderer. Doch die meisten gehen unter Qualen. Ihre Seelen aus der Existenz verbrannt. Und unser Champion dadurch umso stärker. Genug! Holt euren Champion! Ja! Dieser hier hat Macht. Genug Macht, um zu tun, was er will. Unser Champion ist kein Köter, der nach Belieben gerufen werden kann. Du musst ihn herlocken. Dieser Altar bewahrt seine Macht. Die Seelen all jener, die er erschlagen und verschlungen hat. Drei Lebenssteine müssen darin platziert werden. Dann wird unser Champion sich erheben. Interessant, dass diese Statuen leben, aber das scheint mir doch jetzt wieder nach ein bisschen zu viel Busy Work, oder? Ja, du sollst den Champion besiegen, um weiterzukommen, aber sammel doch erstmal diese drei Steinchen hier. Muss sowas sein, ganz ehrlich. Nein, muss nicht. Nein. Nein, nein, ist voll öde. Ja gut, dann wird heute der Champion noch nicht mehr erscheinen. Oh, ist voll doof. Sondern wir werden erstmal die drei Lebenssteine finden. Keine Ahnung, wie nennt ich den Part denn da noch? Mann, oh. Ich hab mich so gefreut. Jetzt hatte ich schon einen Titel. Okay, was ist hier? Ist hier auch schon ein Lebensstein? Hier gibt's einen Speicherpunkt, also wahrscheinlich. Und hier hinten gibt's doch sicher irgendwas Hübsches, oder? Oder? Komm. Nein, ich hab eine Seite oder so. Na gut, dann gehen wir erstmal einen Lebensstein holen und gucken mal, was kommt. Das erinnert mich an den Wächter. Erst Busy Work und dann ein epischer Kampf. Ich meine nur, der hier wird nicht ganz so episch, aber dafür umso mehr... Arsch! Wirklich. Ich bin gerade einfach nur gelaufen. Wirklich. Und da ist eine Truhe, die will ich haben. Oder auch nicht, weil ich zu doof bin. Ist doch scheiße. Verdammt. Ja, wir sind auf jeden Fall unten angekommen. Das ist doch schon mal was. Kriegen Geld. Geld ist mal was Schönes, aber wir werden es nicht so brauchen. Ich kann nicht. Oh, jetzt wo wir... Ich find's etwas doof, dass wir nur, 5 von diesen blöden Tränken mit uns führen können. Das macht's taktischer, aber es macht's auch nervig. Nervig. Zacken wir mal die bisschen Särge hier noch. Doch so ein bisschen Arsch, oder? Irgendeine Gruft zu gehen, einfach mal die Särge zu zerhacken von Leuten, die man selber dorthin gebracht hat. Ich meine, man ist der Tod. Ne, jede Leiche, jeder Tote beruht eigentlich auf einem selbst und nicht auf sonst wem. Ah, kann ich doch kaputt machen. Was denn? Ja. Kampfarena, wuhu, mit fetten Schwerter-Skeletten. Ja, komm doch her. Zack. Und die Hälfte tot. Hihihi. Ach, ich drücke mal das Falsche. Hallo? So, hat's alle erledigt? Jo, alle tot. Och nee, jetzt kommt hier Skelett-Boss. Freund. Hallo? Wer ist einfach ein größeres Skelett, oder wie? Nee, sind alles dieselben. Bisschen hier durchschnitten. Mit der dunklen Ernte. Und dann geht das auch. Guck. Dinger zerspratzen. Ohne Ende. Och, wie ich hier dauernd einen auf die Omme kriege. Ich will aber eins gerne finishen. Ja, seht ihr? Ah, schön. Das hat gleich noch zwei mitgenommen.
So, und alle tot. Ja, da sind ja noch welche. Hallo. Scheiße. Puh. Ja, das war doch schön. War mal ein schöner kleiner Kampf zwischendurch. Müssen noch was kaputt machen. Ist immer schön. So, kriegen wir noch ein bisschen Geld. Mehr Geld. Ich brauche mehr Geld. Okay. Ich höre aber einen Stein. Ah, seht ihr es? Seht ihr es? Oh, schön. Komm, komm, komm. Zack. Meiner. Meiner. Mein Steinchen. Ja, auf so eine Truhe können wir verzichten. Die Steine würde ich gerne mitnehmen, wenn ich sie sehe. Oder höre. Oder beides. Okay, wir haben auch ein bisschen neuen Crap gefunden, aber... Boah, schauen wir uns später an. Vielleicht Anfang der nächsten Folge. Es gab jetzt schon zu viel... Blabla. Höre ich noch so einen? Nee. Nein, höre ich nicht. Okay. Oh, meine Nase ist irgendwie so zu. Das ist ganz schlimm. Das hören wir hier, okay. Oh ja, Geld. Extra Geld für unseren netten Freund. Unmöglich. Okay, da hinten müssen wir irgendwie auch noch durch. Gibt's hier eine Bombe? Da müssen wir nämlich eine hinsetzen. Ach so, das ist kein Problem. Gib mir... Und wirf hin. Gib mir und hin da, du Inder. Zack. Und tschüss. Jetzt habe ich die Laterne kaputt gemacht. Ich bin doch ein Held. Naja, ne, wer kann, der kann. Macht ja nichts. Es sollte so sein, Leute. Es sollte so sein. Die Laterne muss kaputt gehen. Jetzt muss ich nur irgendwie da drüber kommen oder ich mach's einfach so. Schnibbelibibbel und hab die Laterne auf dem Schoß. Auf der Schulter. Ja, nu? Was mach ich mit dem Ding? Ich muss doch sicher irgendjemandem anpappen. Aber wem? Das heißt, der Rückweg ist auch zu, übrigens. Da oben müssen wir hin. Ja, wie komme ich hier unten durch? Ich kann nichts machen mit dem Ding auf der Schulter. Ich kann nicht mal mehr angreifen, was mich gerade ein bisschen stört. Setz ab. Müssen wir den jetzt hinbringen? Hm. Hier muss irgendwo jemand sein, den wir die auf die Schultern setzen können, oder? Wieso gehst du nicht da... Wirklich, Leute, bei diesem blöden Feuerboss, bei Tier, springt er immer überall runter, wenn man es nicht will. Aber hier nicht. Scheiße. Ja, Leute, ich bin überfragt. Keine Ahnung. Es war gar nicht so schwer. Das habe ich noch in Erinnerung. Aber irgendwie... Ich weiß nicht mehr genau, wie es ging. Es war aber nicht schwer. Die Statue haben wir zerstört. Guck mal hier. Hallo? Achso, ich habe noch den Hammer. Warum habe ich denn den Hammer? Der war ganz gut, weil er viel Schaden macht, aber sonst kann er auch nichts. Hier ist auch... Leute, irgendwo muss es doch hier hochgehen oder so. Ach so, oh Leute, ich bin so doof. Ja, natürlich. Das hier ist eine schwere Laterne. Was macht man mit einer schweren Laterne? Man stellt sie auf einen doofen Schalter. Ja, macht ja voll Sinn. Oh Mann. Oh Mann. Ja, da stand ich auf dem Schlauch, Leute. Tut mir leid. Oh, das war dumm. Jetzt habe ich mich aufgespießt. Naja, was passiert? Ich hätte einfach nur warten sollen. Und hier wieder abspringen. Und wow. Okay, hier sterben. Gut. Da war auch sonst nichts. Dankeschön. Ich glaube, wir müssen die Laterne wiederholen. Ja, müssen wir. Okay, muss ich jetzt so schnappen? Ah, schön. Danke. Danke. Meine. Lalala. Also ihr seht, die Rätsel werden schon ein bisschen... Ja, also anspruchsvoller jetzt nicht unbedingt, aber schon ein bisschen mehr. Wie nett der die Laterne aufhängt, ist auch hübsch. So, hier gibt es zwei Wege. Welchen wählen wir zuerst?
Das müssen wir da hin, oder? Ich weiß gar nicht, den kriegen wir gar nicht auf damit. Ne, wir kriegen nur den hier auf, okay. Dann geht's wahrscheinlich jetzt im Zickzack hin und her. Können wir ihm die Laterne wieder abnehmen? Ne, geht nicht. Einmal platziert ist vorbei. Dann ist vorbei. Och Gott, Leute, der Part ist auch schon wieder vorbei. Oh. Ja, und was in diesem Raum folgt, das schauen wir uns dann das nächste Mal an. Lasst mir doch Kommentare und Bewertungen da. Würde mich sehr drüber freuen. Wird leider häufig vergessen, gerade die Bewertungen auch. Ein bisschen schade ist, wenn dann wieder so ein Hater vorbeikommt und man einfach auf einem Part nur eine negative Bewertung hat. Naja. Überlasse ich euch. Macht, wie ihr möchtet. Aber schaltet doch das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play Darksiders 2. Wenn wir die drei Lebenssteine hoffentlich finden und uns dann dem Champion widmen. Oh, hier sieht es aber auch aus, als würde gleich ein Champion auftauchen. Seht ihr das? Wieder so ein... Naja. Bis dann, Leute. Tschüss.